So, da kann ich aber jetzt nichts groß zu sagen, weil jetzt stehe ich unter Kamerabeobachtung. About to leave, already packing, come with me. Verkaufstraining für Schüler. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren mal in einer Grundschulklasse war. Und ich weiß noch, dass das kein so besonders tolles Erlebnis war, weil die Schüler sehr undiszipliniert waren und überhaupt keine Lust hatten, sich das anzuhören, was ich zu erzählen habe. Aber das war halt eine Grundschule und jetzt sind wir bei einer Gesamtschule und die Schüler sind schon ein bisschen älter, reifer. Mal gucken, wie das wird. Im letzten Jahr waren die Schüler schon bei der Vertriebsoffensive in Dortmund dabei. Damals hatten wir 2000 Teilnehmer und das war eine ganz kurzfristige Aktion. Die Schüler haben Lose verkauft für ein Auto. Das war ein Cabrio, was die in einer AG, in einer Arbeitsgemeinschaft ein Jahr lang komplett auseinandergenommen haben und wieder zusammengebaut haben und schön gemacht haben. Und das, dafür haben sie Lose verkauft. Los kostet 10 Euro. Und je mehr Lose sie verkaufen, desto mehr Geld haben sie übrig für ihre Junior-Akademie. Denn die finanziert sich komplett alleine. Und das fand ich eine super Idee. Deswegen durften die den Wagen dahin stellen. Und die Schüler haben dann alle möglichen Teilnehmer angesprochen und denen Lose verkauft. Das ist super. Und dieses Jahr gleiches Spiel. Die haben wieder ein neues Auto, diesmal ein Fiat 500 Elektrowagen und jetzt geht es wieder darum, Lose zu verkaufen. Und diesmal werden es ja 3.500 Teilnehmer sein. Und jetzt üben wir, also erstmal klären wir die Rolle, warum machen sie das, was hat die Schule davon, was haben sie selber davon, was ist Verkaufen, wie definiert man Verkaufen und dann gehen wir das Gespräch durch, also Ansprache, Argumentation, Abschluss, Einwandbehandlung, Verabschiedung und Kaufbestätigung. Das sind so die fünf Sachen, die wir mit denen inhaltlich machen. Aber als allererstes muss im Kopf klar sein, warum machen die das? Da ist kein Lehrer, der sie irgendwie hinschickt. Sie müssen das unter Zwang machen, sondern es geht darum, dass sie Lust darauf haben, das auch zu tun. Aber einen Punkt habe ich noch vergessen, es geht um das Thema Schlagzahl. Es muss ihnen klar sein, dass sie möglichst viele Teilnehmer auch ansprechen, denn das ist, Vertrieb ist Mathematik und gerade auch in dem Bereich. Also von daher bin ich neugierig. Wir haben jetzt 2 Stunden, etwa 20 Schüler und ja, gucken wir mal, wie das geht. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. Die will knock you down. Heute steht er hier und ich bin ganz gespannt, was sie uns und euch zu erzählen haben zum Thema Verkauf. Ja, und damit starten sie einfach und wir haben 2 Stunden Zeit. Ja, 16 Uhr ist Feierabend hier und wir freuen uns auf das, was wir von Ihnen hören. Super, machen wir es. Vielen Dank. Was er gefunden hat, kommen dann raus 17 bis 25 Gespräche. Und der beste Mann in meinem Team, der hat alle 5,4 Gespräche einen Abschluss, wo er was verkauft. Und das ist Mathematik. Das heißt, je mehr ihr ansprecht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Lose verkauft. Keep on keeping on every night, way up in the clouds. Aber es reicht auch, wenn man sie der Ansprache und damit sogar Geld zu ja. Also machst die Ansprache, machst du nur neugierig. Ja. Die Leute müssen hier erstmal stehen bleiben, sich auf dich konzentrieren, mit dir ins Gespräch gehen. Und sie sollen nicht direkt Nein sagen. Ja, du musst irgendwas machen, wo sie sagen, okay, wie soll das gehen? Nothing new in this game. You got to give it up, give it up. But
das habe ich schon anders erwartet. Ne? Sehr diszipliniert, sehr interessiert und vor allen Dingen schnell gelernt, schnell umgesetzt. Erwachsenen musst du das oft so lange erklären, dass die wissen, wie stellst du die Frage offen, nach der Argumentation den Abschluss zu machen. Das haben die alle drauf gehabt. Also von 10 haben 9 das beim ersten Mal direkt geschafft. Super. Also ich bin beeindruckt. Anders als ich es erwartet habe auf dem Weg hierhin. Deutlich. Ja, und die sind alle freiwillig da gewesen. Ne? Da hat keiner irgendwie gesagt, ich habe keine Lust. Alle haben mitgeschrieben. Perfekt. Jetzt bin ich gespannt, wie das in der Umsetzung wird. Der am meisten verkauft, darf dann in Dortmund bei der Vertriebsoffensive am Ende auf die Bühne. Und dann werden wir uns für den was einfallen lassen. Aber alleine auf die Bühne vor 3500 Menschen, da wird schon, das wird ein bleibendes Erlebnis sein. Cool. Also, was für den Nachwuchs getan?